Heute möchten wir uns mit ein paar Informationen zur Wirbelsäule zurückmelden, um vielleicht ein besseres Verständnis zu vermitteln zum eigenen Rücken und zur Entstehung von Rückenschmerzen und Rückenproblemen. Die Wirbelsäule besteht aus drei Abschnitten, und zwar aus dem oberen der Halswirbelsäule, dem mittleren der Brustwirbelsäule und dem unteren Bereich der Lendenwirbelsäule. Alle drei Abschnitte unterscheiden sich deutlich in ihrer Form, Bauweise und Funktion voneinander. Was außerdem auffällig ist, ist, dass die knöchernen Wirbelkörper in ihrer Größe und Form von oben nach unten allmählich zunehmen und stabiler werden. Das liegt sicherlich daran, dass auch die Traglast und das Gewicht von oben nach unten allmählich zunehmen und wir im unteren Bereich eine größere Stabilität benötigen als im oberen Bereich. Mit der Beweglichkeit ist es genau umgekehrt. Hier haben wir im oberen Bereich eine deutlich größere Beweglichkeit als im mittleren bzw. im unteren Bereich der Wirbelsäule. Nicht zuletzt liegt das daran, dass die ersten und zweiten Halswirbel sich nochmal deutlich davon unterscheiden vom Rest der restlichen Wirbelsäule. Hier haben wir also eine andere Form und damit auch eine viel bessere Funktion und Beweglichkeit. Dies führt dazu, dass wir den Kopf weit in den Nacken nehmen können, um in den Himmel zu schauen, zu Boden gucken können, den Kopf weit nach rechts und links drehen können und auch eine sehr gute Seitenneigebewegung durchführen können. Diese Bewegungen sind im Bereich der Halswirbelsäule am größten. In der Brustwirbelsäule haben wir eine sehr schlechte Beweglichkeit und in der Lendenwirbelsäule haben wir auch eine etwas eingeschränktere Beweglichkeit als ganz oben. Die Brustwirbelsäule wird ja nach vorne hin von den Rücken umschlossen, was dazu führt, dass die Beweglichkeit dort naturgemäß etwas weniger ist, aber wir im Umkehrschluss auch eine viel größere Stabilität im Bereich der Brustwirbelsäule haben. Die Bewegungen, die wir dort am besten ausführen können, sind Drehbewegungen nach rechts und links. Die Lendenwirbelsäule ermöglicht es uns nach vorne und hinten zu beugen, um uns zum Beispiel die Schuhe zuzubinden oder etwas vom Boden aufzuheben. Zwischen den knöchernen Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben, die mehrere Funktionen haben. Eine Funktion zum Beispiel ist es, auch hier wie ein Gelenk Beweglichkeit zu ermöglichen und die einzelnen knöchernen Gelenkanteile immer auf demselben Abstand zu halten, dass sie sich nicht zu nahe kommen, aber auch nicht zu weit voneinander weggelangen. Außerdem sind die Bandscheiben für eine Pufferung und zur Stoßdämpfung des Rückens da, um eine gewisse Elastizität hineinzubekommen. Und außerdem schützen sie, sofern sie intakt sind, auch die Wirbellöcher, aus denen die Nerven herauskommen, die dann später in die einzelnen Abschnitte weitergeführt werden, zum Beispiel in die Beine oder in die Arme hinein. Die Bandscheiben haben einen sehr großen Wasseranteil in dem Inneren. Sie sind annähernd geleeartig, werden von einem Ring aus Faserknorpel umgeben, der dafür sorgt, dass diese geleeartige Flüssigkeit im Kern immer zentriert da bleibt, wo sie hingehört, aber auch nur bei einer intakten Bandscheibe. Bei einem Bandscheibenprolaps, einer Vorwölbung oder einem Bandscheibenvorfall führt es dazu, dass diese Kernflüssigkeit den Kern verlässt, weil der Ring einreißt und dann leider auch die Funktion nicht mehr gegeben ist und die Bandscheibe auf das Nervengewebe drückt, was dann auch die typischen Schmerzen macht, entweder im Rücken selber oder je nachdem, wo die Nervenwurzel dann betroffen ist, in den peripheren Bereichen, wie in den Beinen, in den Waden, in den Füßen. Was man an diesem Modell jetzt nicht erkennen kann, das ist der Rückenmarkskanal, der sich im Inneren der Wirbelsäule befindet. In diesem Rückenmarkskanal, da zieht das Rückenmark entlang. Das Rückenmark, welches aus gebündelten Nerven besteht, die dann nach und nach in ihren einzelnen Segmenten einzelne Fasern in die Peripherie abgeben, so wie ich das eben schon angedeutet habe. Das ist das Grobe, was man erstmal zur Wirbelsäule sagen kann. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein klein bisschen mehr Verständnis
konnte,